Hallo meine lieben YouTuber, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja meine Lieben, ich bin wieder zurück mit einem neuen Video und heute geht es um eine Gaming Review. Ja, für alle Zocker unter euch, ich habe ein neues Game durchgezockt und wollte euch jetzt endlich mal das Video dazu machen, denn ja, ich stehe auf dieses Game total, ich bin positiv überrascht und ja, heute handelt es sich um, tada, Man of Medan, ja, für die Xbox One. So sieht das Ganze aus. Ihr seht schon auf den ersten Blick, es ist ab 18, also nichts für schwache Nerven. Und es ist auf jeden Fall auch wieder in 4K und HDR extra optimiert für die Xbox One X. Und da ich die auch habe, kam ich richtig in den Genuss auch der Qualität des Spiels. Also ich fand es wirklich mega. Kann ich wirklich nicht anders sagen. Von hinten sieht das Ganze so aus, dass ihr dann auch mal einen Einblick habt. Da steht dann nochmal was zu der Story und natürlich zu den Einzelheiten, wie ihr das Game natürlich zocken könnt. Das hier verfügt nur ganz normal über den Einzelplayer-Modus. Online könnt ihr es auch im Coop abspielen, also dass ihr es dann zu zweit durchzocken könnt und natürlich auch mit euren Freunden dann bis zu fünft. Und ich hatte ja eben schon gesagt, das ist optimiert für die Xbox One X und dann steht natürlich hier das Einzelne noch zu der Auflösung. So, das Game erstmal vorab steht hier drauf von den Entwicklern von Until Dawn. Dazu komme ich aber gleich. Und dann geht's los. Dir steht eine schwierige Reise bevor. Entdecke The Dark Pictures, die erste Horror-Anthologie unter den Videospielen. In Man of Medan brechen fünf Freunde zu einem Tauchtrip auf. Ein Sturm zieht auf und der Ausflug nimmt im Verlauf des Tages zusehends unheimlichere Ausmaße an. Wer lebt, wer stirbt, es liegt allein bei dir. So, und dann steht hier unten auch nochmal drauf, erlebe das Grauen an Bord eines Geisterschiffs, spiele deine furchterregende Geschichte online mit einem Freund oder offline mit bis zu fünf Spielern. Alle spielbaren Charaktere können überleben oder sterben. Deine Entscheidungen bestimmen ihr Schicksal. Ja, da komme ich gleich noch zu. Ich zeige euch jetzt mal, wie das von innen aussieht und das ist wirklich total einfach. Also ihr habt hier nur diese Disc drin. Da steht dann auch nochmal Man of Medan. Ich drehe es jetzt mal. So sieht das Ganze aus. Und ja, ich hätte mir bei dem Game wirklich, wirklich ein anderes Cover gewünscht, weil mich das Cover ehrlich gesagt überhaupt nicht angesprochen hat. Also ich denke auch, da wird man vielleicht auch vorbeigehen, wenn man jetzt nicht weiß, worum sich das Game handelt. Was sehr schade ist, aber naja, auf jeden Fall habt ihr hier einen Totenkopf abgebildet mit einem Charakter aus dem Game und natürlich das Geisterschiff ist hier abgebildet. Seitlich sieht das Ganze so aus. Ja, ist auch eingefangen. Und ja, wie viele natürlich auch schon wissen, habe ich die Xbox One X, aber ich habe auch immer noch die PS4. Also davon mal abgesehen, ich besitze immer noch beide. Und ich bin jetzt im Moment eher so in der Xbox-Phase, keine Ahnung, aber auf jeden Fall war mir ganz wichtig, dieses Spiel mal zu zocken. Und zwar hat das den Hintergrund, dass ich auf der PS4 damals das Until Dawn gespielt habe, was eben auch hinten erwähnt worden ist. Das war auch so ein Spiel, wo man mit mehreren Freunden in einem Geisterhaus war, sage ich jetzt mal. Das war auch alles ganz dunkel und kalt draußen noch und da waren auch so schaurig schlimme Sachen in diesem Haus, wo man sich irgendwie da so durchwinden musste. Und hier ist es halt ganz anders. Ich muss auch schon gleich als zu Anfang sagen, dass mir dieses Spiel besser gefallen hat. Also es war noch viel besser als Until Dawn, weil ich das halt mochte, dass man auf dem Wasser ist, auf diesem Schiff und diese fünf Freunde, ich fand die super sympathisch. Das Spiel fängt auch ganz toll an, so Sonnenuntergang und dann die Freunde auf dem Boot und man lernt die einzelnen Charaktere kennen. Und in diesem Spiel ist das natürlich so, dass jeder Charakter seine Eigenschaften hat, ob ängstlich oder der andere ist mutig, der andere ist einfach total witzig oder ein Draufgänger. Und das ist in diesem Spiel wirklich sehr filmisch.
filmisch dargestellt. Und das ist eine Sache, die ich total gerne mag. Und ja, mich ziehen immer so diese filmischen Spiele an. Ich werde euch bestimmt auch noch das ein oder andere in Zukunft auch vorstellen. Und hier war es dann so, die wollten dann alle tauchen gehen und wie ich eben vorgelesen habe, kommt dann auf einmal ein Sturm und von jetzt auf gleich wird das Spiel total duster. Auch im Wasser, was sie da erleben und dann sind sie auf diesem Geisterschiff und Leute. Ich habe mich teilweise so, so erschrocken. Ich hatte wirklich Glück, dass ich meinen Controller nicht durch das Zimmer geworfen habe. Ich musste den echt festhalten. Teilweise, es war schlimm. Ich musste Särge öffnen. Leichen sind auf mich draufgefallen. Es war wirklich ganz, ganz schrecklich. Für den einen oder anderen ist das vielleicht gar nicht so schlimm gewesen, falls ihr das Spiel schon gespielt habt. Aber für mich war das wirklich sehr gruselig. Ich hatte sehr viele Schreckenmomente und da kommt es natürlich auch auf das Spiel an. Also, dass man jetzt nicht denkt, hey, das ist ab 18 und gruselig, aber war gar nicht so. Bei mir war es wirklich so. Also, ich kann hundertprozentig sagen, es ist ein Top-Game, was euch wirklich den Atem anhalten lässt und ihr werdet immer kleine Dinge haben, die euch überraschen und wie die Charaktere dann so miteinander agieren. Das ist ganz toll. Auch wie eure Entscheidung natürlich die Geschichte beeinflusst. Das steht hier ja auch bei dem Spiel im Vordergrund. Also eure Antworten in dem Spiel, die ihr dann selbst wählen könnt, sind ausschlaggebend für den Tod oder für das Überleben am Ende. Ja, und ich muss sagen, es hat mich sehr begeistert, Man of Medan von der Dark Pictures Anthologie. Und ein kleiner Kritikpunkt natürlich war, dass das Spiel nur circa 5 Stunden Spielzeit beinhaltet. Das hat mich irgendwie so traurig gemacht. Also ich hätte es gern noch viel länger gespielt. Also wenn man sich jetzt so vornimmt, okay, ich zocke jetzt ein Wochenende das Spiel durch oder so, ist es dann doch ein bisschen wenig. Aber ihr könnt das Spiel natürlich immer wieder neu spielen, weil ich habe jetzt nur einmal durchgespielt mit zwei übrig gebliebenen Charaktere. Also drei davon sind bei mir in dem Game gestorben. Ja, ich weiß nicht, wie viele bei euch da gestorben sind. Vielleicht auch keiner. Vielleicht wart ihr so super oder die Geschichte hat sich bei euch so gewandt, dass von euch alle überlebt haben. Das war bei mir leider nicht so. Ich habe leider drei Charaktere in dem Spiel verloren. Zwei sind dann am Ende übrig geblieben. Aber trotzdem war das zum Ende hin alles sehr filmisch gehalten. Es war ganz toll und auf jeden Fall mitreißend. Daher kann ich euch einfach nur sagen, also wie gesagt, freigegeben. Ab 18. Ich habe es auf der Xbox One gespielt. Ihr habt ungefähr 5 Stunden Spielzeit, aber ihr könnt das natürlich immer wieder neu spielen, weil es immer wieder Neues zu entdecken gibt. Jede Antwort ist eine neue Geschichte und ja, das finde ich so schön, dass ihr dann einfach so Überraschungen habt und nicht so dieses konstante Game, was man dann wiederholt. Und daher habe ich damals ja auch schon das Until Dawn so geliebt. Und jetzt würde mich mal interessieren, ob ihr das Spiel Man of Medan schon kennt, ob ihr es vielleicht schon durchgezockt habt oder angespielt habt, was ihr dazu sagt oder ob ihr euch das vielleicht noch wünscht. Das könnt ihr mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und ja, das war es auf jeden Fall für heute für euch, ihr Lieben. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video Spaß gemacht hat, dass ich euch das Spiel näher bringen konnte. Und ja, mich interessiert jetzt einfach mal, was ihr noch dazu sagt. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt einfach mal noch einen schönen sonnigen Tag. Ich hoffe, bei euch ist genauso schönes Wetter wie bei mir. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video, Leute. Macht's gut. Ciao.